Hallo und herzlich willkommen bei Global Lifehack. Heute wollen wir euch zeigen, wie wir einen Bio-Alkoholkamin bauen. Also ihr seht schon, dass wir hier unsere Materialien alle schon am Start haben. Hier haben wir ein bisschen Sand am Start. Und ihr seht das natürlich. So, der Sand ist drinne. Dann haben wir hier natürlich auch noch, können wir einfach mal hier rüber gucken. Hier sehen wir, dass wir ein paar Muscheln am Start haben, also ein paar verschiedene, die werden wir dann natürlich auch mit einbauen. Dann haben wir hier noch ein paar Steine, hier sind auch ein paar Muscheln. Und hier drüben haben wir natürlich auch noch unsere Brennpaste. Das ist natürlich das Wichtigste. Die werden wir natürlich auch noch mit einbauen und dann, ich würde sagen, das machen wir auch gleich. Das ist, glaube ich, das Sinnvollste. Hier haben wir auch noch einen anderen Behälter. So, wenn wir jetzt das Glas so ein bisschen drehen, dann seht ihr natürlich, dass der Sand sich ein bisschen ebnet. Hier packen wir jetzt noch ein paar Steine mit drin. Könnt ihr natürlich so machen, wie ihr das am besten findet, wie ihr es für richtig haltet. So, unser Bio-Alkoholkamin ist fertig. Wir gucken uns den erstmal an, wie er so aussieht. Ich weiß nicht, ob ihr noch ein paar Verbesserungsvorschläge habt. Wenn ja, dann könnt ihr natürlich einfach mal erwähnen in den Kommentaren. Also wir würden uns auf jeden Fall freuen. So sieht er bei uns aus. Ein bisschen Flamme muss natürlich jetzt auch noch drin. Von daher würde ich sagen, machen wir das. Das haben wir dann auch erledigt. Und dann sind wir für heute auch erstmal so weit durch. Ich meine, wie gesagt, wenn ihr irgendeine Idee habt, was wir als nächstes bauen sollen, oder wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wie wir das hier vielleicht noch ein bisschen anders gestalten können, dann tackert es einfach mal in die Kommentare. Wir würden uns freuen. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.